3, 2, 1. Oha, Johnson! Oh, heute färbe ich meine Haare pink! Woo! Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Ab heute ist vorbei mit blond. Ich meine, wofür bin ich denn Hashtag Team Pink? Leute, lasst jetzt alle ein Like da und kommentiert mit Hashtag Team Pink. Let's go! Ey, Leute, ich gehe gleich zu DM und schaut mal. Ich hatte letztens so eine Kreide, aber diesmal machen wir echte Tönung, Leute. Wir machen eine richtige Farbe. Oh mein Gott, Leute, schaut euch das mal an. Wir können das einfach nicht mehr abwaschen. Das ist dann einfach für immer pink. Leute, das wird richtig crazy. Naja, diese Farben gibt es jetzt bei DM. Lasst mal jetzt los zum Einkaufen. Also als Beispiel nehme ich mir jetzt einfach diese Flasche mit, weil das muss genau so ein Pink werden, Leute. Und auf dem Produkt steht das dann immer, wie das ungefähr wird. Deswegen kommt die Prime-Flasche jetzt mit uns mit. Kommt jetzt, Leute. Und nicht vergessen, kommentiert mit Hashtag Team Pink. Ich gehe jetzt in die Mall einkaufen, Leute. Guck mal, ich bin jetzt schon in der Mall. So. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir die Farbe finden. Habt ihr eigentlich mal eure Haare gefärbt, Leute? Wenn ja, kommentiert mal, in was für einer Farbe. Bestimmt blond oder irgendwie sowas, ne? Aber ja, ich mache heute einfach pink. Leute, ich glaube selber nicht. Ich hab noch nie meine Haare bunt gefärbt. Aber pink ist meine Farbe, deswegen muss ich das heute tun. Hä, Leute, hier gibt es einfach einen Party-Shop. Lasst mal reingehen und gucken, was es dort so gibt. Oh mein Gott, ich habe eine richtig coole Idee. Hier gibt es ja Buchstaben zu verkaufen. Wir kaufen jetzt einfach die Buchstaben pink, also P, I, N und K. Guck mal, so sieht das aus. Das gibt es jetzt sogar in rosa. Guck mal, P. Dann noch ein I. Wo ist ein I? Hier müsste irgendwo ein I sein. Leute, ich brauche pink. Guck mal, Leute, könnt ihr das jetzt sehen? Das steht P, I, N, K, pink. Leute, das ist richtig cool. Ich färbe ja schon meine Haare pink. Dann soll es auch ein lustiges Event werden, oder? Ich hole mir jetzt einfach diese Ballons mit, Leute. Schaut mal. Das passt doch perfekt für mein heutiges Event. So, jetzt aber zu DM. Die Haarfarbe, die brauchen wir noch. Gleich wird's richtig crazy. Und Pate, ich weiß gar nichts davon. Wir müssen ihnen das dann zeigen. Okay, jetzt bin ich auch schon bei DM. Oh mein Gott, ihr glaubt nicht, was ich gerade sehe. Guck mal, was ich gefunden habe. Leute, denkt ihr, das ist es? Das könnte es sein. Oh mein Gott. Schaut euch das mal an. Guck mal, was hier draufsteht. Von so einem Blond, ich bin ja gerade genau so, werde ich so pink. Leute, ich werde so pink wie die Verpackung. Kann doch nicht wahr sein. Das ist richtig krass. Lasst jetzt schon mal ein Like da. Gleich ist es richtig krass. Also das werde ich mir jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Das hier, nee, das ist lila. Nee, Leute, nicht, dass ich jetzt das Falsches hole. Das ist lila, das ist rot. Was? Hier gibt es auch Regenbogen. Guck mal, was ich hier habe. Leute, wisst ihr, ich dachte, das ist so eine Regenbogenfarbe. Aber guck mal, hier gibt es so Kreidestifte drin, die in verschiedenen Farben die Haare anmalen. Aber das wollen wir doch nicht. Wir wollen ja alles richtig pink haben. Deswegen brauchen wir eine richtige Haarfarbe. Ey, das wird so krass. Also, ich habe jetzt zwei Farben zur Auswahl. Ich habe wirklich noch eine gefunden. Das ist eine hell. Das ist so ein bisschen rosa. Ihr müsst jetzt kommentieren. Und das ist pink. Welche ist besser? Seid mal jetzt ehrlich. Leute, schreibt jetzt 1 für rosa oder 2 für pink in die Kommentare. Let's go. Ey, Leute, ich kann mich nicht entscheiden. Soll ich beide mitnehmen? Soll ich einfach beide mitnehmen und beide Strähnen machen? Ich glaube, ich mache das. Ich nehme einfach beide mit. Jetzt komm. Guck mal, was ich an der Kasse gefunden habe. Einfach ein Frisierumhang. Was? Leute, das machen doch diese Leute ran, die zum Friseur gehen. Da machen sie ja so einen Umhang ran. Ey, wie lustig. Ich freue mich wirklich am meisten irgendwie jetzt darauf. Leute, ich fühle mich gleich wie im Friseur. Okay, Leute, ich bin jetzt im Bad. Und ja, was habe ich mir denn hier alles vorbereitet? Schaut mal, ich habe mir jetzt einfach nur einen Stuhl hingelegt. So, ich setze mich jetzt einfach mal rauf. Ich bin jetzt mein eigener Friseur. So, jetzt mache ich meinen Umhang hier ran. Okay, machen wir das mal jetzt ran. Leute, ich bin mal gespannt. Leider ist das schwarz. Voll blöd eigentlich. Wieso ist das eigentlich schwarz? Macht doch keinen Sinn. Wieso verkaufen sie denn keine bunten Farben? Oh, guckt mal jetzt. Oh mein Gott. Leute. Okay, ich mache das Ganze jetzt mal auf. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht und ob ich das irgendwo befestigen muss. Aha. Ja, nur mit so einem Klettverschluss. So, mache ich mal ran. Oh, Alter, Leute. Ich bin einfach beim Friseur Johnson Gül. Ey, wie krass ist das denn? Achso, ja, ich muss jetzt auch meine Haare rausnehmen, weil sie werden ja gefärbt. So, okay, damit ich nicht kleckerisch verstehe. Das ist richtig cool. Leute, willkommen im T-Pink Friseursalon. So, jetzt geht's aber los. Wir machen einfach unsere Haare pink. Guck mal, das ist einfach eine Haarfarbe. Leute, falls ihr denkt, das ist irgendwie so eine normale Farbe. Nein, diese Haare, seht ihr das? Flamingo Pink heißt einfach die Farbe. Alter, Leute, ich muss jetzt mir Handschuhe anziehen. Jetzt geht's richtig los.
Ich glaube einfach nicht, dass ich das gerade wirklich mache. Was denke ich mir denn gerade dabei? Egal, Mann. Ich mache das alles für die Hashtag Team Pink Community. Deswegen vergesst nicht, lasst ein Like da. Okay, zieh jetzt mal an. Sind es zwei Handschuhe? Ey, das sind einfach zwei Handschuhe. Okay, so. Aha, einer sitzt schon. Okay, damit ich meine Hände nicht pink mache. Aber eigentlich hätte ich nichts dagegen. Pinke Hände sind da auch was Schönes, oder? Ich meine Nägel sind ja schon pink. So, bin jetzt ready. Meine Haare sind ready. Jetzt muss ich eigentlich nur noch die Farbe zusammenmischen. Ey, ich habe einfach gerade schwarz an. Ist das denn gerade mein Ernst? Was ist denn hier los? Egal, dafür werden meine Haare jetzt richtig pink. Auf jeden Fall brauche ich jetzt Hilfe und wisst ihr was? Ich rufe jetzt einfach Barisch an. So, wir rufen ihn mal an. So, ich mache mal jetzt auf Lautsprecher. Okay. Ja, Leute, Barisch ist so eingeschleichert. Hey, was geht, Barisch? Was machst du? Ich bin gleich zu Hause, du. Bist du gleich zu Hause? Ja. Okay, weil ich färbe meine Haare heute pink. Nein. Doch. Alter, was ein krasses Video. Ich komme, ich komme. Okay, komm schnell und hilf mir. Tschüss. Okay. Leute, er kommt jetzt. Oh, er kommt jetzt wirklich und er hilft mir. Und wisst ihr, wo wir anfangen? Wir fangen an, meine Extensions erstmal pink zu färben. Und dann noch gehen wir auf meine Haare rüber. Also bleibt dran, jetzt wird's richtig spannend. Jo Leute, ich bin jetzt auch dabei. Warte, ich bin auch dabei. Und Leute, ich habe auch Extensions, ja, warte. Was, du trägst Extensions? Ja, natürlich trage ich Extensions. Hä, was? Ich dachte, das sind mit echten Haare. Nein, das sind Extensions, sonst hätte ich nicht so lange Haare. Meine sind kürzer. Oh mein Gott, Bro, ich kenne sie so lange. Du wusstest nicht? Ich wusste nicht, dass die Extensions drin sind. Also, das ist nicht dein Ernst. Naja, ich muss auf jeden Fall die Farbe anmischen. Und du musst mir jetzt dabei helfen, dass wir das alles pink bekommen, okay? Ja klar, ich bin dabei. Okay, wir müssen mal jetzt lesen. Ach, hier gibt es sogar eine Anleitung. So. Mhm. So, ich mal rausnehmen. So. Leute, kennt ihr das? Ihr müsst immer mit Anleitung arbeiten. Die sind keine richtigen Friseure, wisst ihr, was ich meine? Ich habe mir jetzt die Anleitung durchgelesen. Da stehen die Haare, müssen jetzt nass sein. Ey Leute, ich bin so gespannt. Vor allem, ich werde einfach Lani und so anrufen. Ich frage die dann, wie das Ganze geworden ist. Oh mein Gott, Leute. Die wissen ja das gar nicht. Wie krass, Janze, wenn sie fertig ist, ruft sie Lani und Emily per FaceTime an. Ja. Und die sagen dann ihre Meinung dazu. Ey, ich bin mal gespannt, wie die reagieren werden. Die wissen ja noch gar nicht, dass ich pinke Haare habe. Du bist der Einzige, der das gerade weiß. Nee, ich hab's mitbekommen. Oh mein Gott. Ja, so, jetzt machen wir das hier rein. Aha. Okay, und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Farbe. Okay, und was steht da? Einfach rein? Einfach rein steht da. Alter, Janze, dir ist schon klar, wir machen das gleich nicht nur mit den Extensions, sondern mit all deinen Haaren. Ich weiß. Oha. Oha. Alter, ist das pink. Oh, Leute, guck mal. Oh mein Gott. Guck mal, wie pink. Seht ihr das? Alter. Ey, das ist übelst krass. Ey, ich fühle mich wie ein pinker Flamingo. Endlich. Hashtag Team Pink. Oh mein Gott, Leute, wir müssen das Ganze jetzt auftragen und dann warten, bis das pink wird. Schau dir das mal an. Ey, das ist übertrieben stark, Janze. Ich glaub's nicht. Was habe ich mir hier dabei gedacht? Jetzt machen wir einfach die ganzen Haare pink. Hier, hau mal richtig Farbe rein, Janze. Okay. Ich mix das Ganze jetzt. Wird richtig gemixt. Guck mal. Oh, Alter. Sieht das schön aus. So, jetzt mixen wir das auch. Ey, Leute, ich glaub's einfach nicht. Ey, gleich sind noch meine echten Haare dran, ne? Ich mache jetzt oben gleich alles. Oh mein Gott, warte, guck mal. Ich habe meine Haare schon vorhin gefärbt. Alter, während ich die Extensions mache, hast du deine ganzen Haare gemacht? Ja, die müssen jetzt einwirken. Deswegen ist die Tube so leer. Ja, ich weiß. Ist da noch was? Wir brauchen für die Extensions auch was. Oh mein Gott, ein bisschen ist noch drin. Okay, oh mein Gott. Ich glaube, unter diesem Handtuch hat ganz pinke Haare. Ich habe einfach pinke Haare. Ah. Okay, Leute, jetzt wird es Zeit zum Duschen. Einmal müssen die Extensions duschen, ne, Badisch? Ja. Das machst du. Okay. Und einmal muss ich jetzt meine Haare abduschen. Okay, ich mache jetzt mal hier für Badisch dein Wasser an. Ja. Oh, Alter, das hat richtig eingewirkt, ne? Das ist richtig pink. Oh nein, das geht doch gar nicht mehr ab. Guck mal. Okay, ich wasche das und du waschst jetzt deine Haare. Okay, mache ich jetzt, Leute. Bis gleich. Oh mein Gott, jetzt muss ich meine Haare duschen, Leute. Ich glaub's nicht. Das wird richtig krass. So, ich mach jetzt meinen Kopf hier rein. Ey, Barisch, ich trau mich nicht. Ich seh schon überall pink, jetzt mach mal ab. Wie, du siehst schon überall pink, siehst du das? Ja, mach ab jetzt. Oh Mann, dein Ernst? 3, 2, 1. Oh, Alter, einfach pink. Ey, seid mal ehrlich, wie sieht das aus von 1 bis 10? Ihr müsst jetzt aber die Wahrheit sagen. Ey, Leute, kommentiert mal jetzt hier meiner Meinung nach 10 von 10. Dein Ernst? Guck mal, hier sind überall so pinke Strähnen, siehst du das? Alter. Alter, das ist krass irgendwie, oder? Ey, du siehst
Rockstar Justin. Oh mein Gott, Rockstar! Was mache ich mit Ricky Pink? Leute, Barsch findet das eine 10 von 10. Aber wisst ihr was? Ich mache jetzt mal ein Selfie. So, ich nehme jetzt mal mein Handy raus. So. Und schicke das Ganze jetzt an an Lami und Emily. Ich sag schon Banani. Nein, Lami kriegt das Foto, nicht Banani. So, ein Foto jetzt für Lami und ein Foto für Emily. So, jetzt bin ich mal gespannt, was sie sagen. Leute, ich bin so gespannt. Oh mein Gott. Ja, Jotzel, du siehst richtig slay aus. Wow. Oha, Jotzel, ich will auch so pinke Haare. Du siehst aus wie eine 10 von 10. Oh, Leute, in der Sonne sieht das einfach noch viel krasser aus. Oh, ey, ich hätte echt nicht gedacht, dass das Lami und Emily feiert, ne? Leute, jetzt will ich aber eure Meinung wissen. Kommentiert mal. Oh, seht ihr das mit der Sonne jetzt? Alter, Leute, das sieht so krass aus, oder? Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Ich mache jetzt richtig coole Shorts. Verpasst das nicht. Lasst ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.